Und wieder herzlich willkommen zurück zu FDM Infinity. Ich bin der Gastgeber VexMax und wir haben jetzt erstmal sowas hier gebaut. Ja, das hier ist mein fertiges, nettes, etwas von wegen ansatzweise funktionierender Dingsbums-Teile. Das einzige, was jetzt noch. Oh, Moment, ich muss mal ein bisschen setzen. Halleluja. So, das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen machen kann, ist das Ganze hier decken. Denn, wenn man das sich hier mal anguckt, das reicht nicht an Eis. Und das macht mir ehrlich gesagt so ein klein wenig Sorgen, weil die Pumpen sind eventuell nicht das Allerschnellste. Ich kann jetzt mal noch Speed-Upgrades reinhauen, davon möchte ich mich aber ein bisschen hüten. Die können nämlich sehr schlecht enden. Ich meine, ich kann es mal versuchen, was passiert, wenn ich da einen reinhaue. Aber, naja, ich brauche noch ein paar von den Glacial, Dingsbums-Teilen hier. Hallo? Ah, hier. Soll ich 5 machen oder direkt 10? Ach komm, machen wir direkt 10, warum auch nicht. Okay. Hallo? Entweder schmiert mir gerade der Server ab oder sonst irgendwas Schlimmes. Okay. Kann mich. Das funktioniert. Das funktioniert auch noch. Wieso ging das gerade nicht? Das ist sehr interessant. Also, die ist leer. Jetzt funktioniert's. Okay, was auch immer das gerade war. Das war ein Bug oder so. 10 davon. Dann noch Augments. 10 next start. 10 next start. Und 10 next start. So. Damit hätte ich das ganze Ding jetzt erstmal für eine Weile ausgelastet. In der Zwischenzeit werden wir uns darum kümmern, das Ding da hinten ein klein wenig auszuweiten. Ich habe momentan die Stromleitungen unten drunter gesetzt. Die könnten wir jetzt eigentlich durch einen Bogen nach oben laufen lassen. Das wäre so die umweltfreundlichste Methode. Ich habe es ansatzweise so gebaut, dass man es eventuell stacken kann. Ich habe anfangs versucht, ein bisschen aufgeräumter zu bauen, aber danach habe ich mir gedacht, lass es, schaffst du eh nicht. Deswegen nehmen wir uns jetzt einfach mal das Kabel hier, legen das dann faktisch hier drüber und können uns dann, ja doch, so in ansatzweise glücklich schätzen, dass wir das hier gemacht haben. So, das wären die nächsten 5. Dann, was wir machen können, ist da was das hier? Der Logistiktransporter, ja gut. Die können wir dann nämlich hier dran setzen. Was ist das hier? Noch mehr Logistiktransporter, geht doch. Um dann einfach nach hier unten zu laufen. So, so, so. Dazwischen, wie gesagt, kommen dann die komischen anderen Dinger. Und jetzt brauchen wir noch ein paar Mechanical Pipes. Ultimate Mechanical Pipe. Was mache ich jetzt hier? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 und 2. So. Phew, das wäre eine Ebene. Jetzt brauchen wir aber noch mehr Ebenen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 und 2. Dann brauche ich auch noch ein paar von den Universalpipes. Universumpipes. Nein, Universalpipes. Damals doch. Na gut, 22 ist jetzt nicht mehr das Beste, aber was soll's. 1, 2, stacken wir drüber und nehmen sie dann so. So, so. So, so, so. Und hier hinten noch der eine. Und dann noch die Transporter. 1, 2, 1, 2, 1, 2 und 1 und 2. So. Aber wie man sieht, das Muster ist faktisch sehr einfach zu wiederholen. So. Und da müssen wir jetzt einfach nur noch die Dinger reinschmeißen und dann hätten wir sie eigentlich. Auch wenn sie etwas länger brauchen zum Craften. Na gut, wahrscheinlich wegen dem Enderium, weil der die Dinger ja noch alle machen muss. Und da brauchen wir noch mehr Enderium für die Augments. Aber wie gesagt, zuerst mal kommen die Glas. Ist der damit fertig? Oh, der ist damit fertig. Ach stimmt, die brauchen ja Enderperlen und keine Enderiums. Ja, stimmt, das hatte ich vergessen.
Enderium brauchen die ja bloß, wenn du im Expert-Mode spielst. Na gut, also müssen wir da noch ein bisschen warten, bis er das Enderium gefertigt hat. Und dann können wir die ganzen Dinger hier eigentlich wunderschön machen. Auf jeden Fall sind die schon sehr, sehr schnell. Dann das Speed-Upgrade. Das können wir jetzt auch mal versuchen. Damit wir einen zumindest mal gucken, ob die Wasserquelle das durchhält. Falls sie es durchhält. Speed-Upgrade sind da. Oh, prima. Ich habe keinen. Was? Osmium-Dust. Osmium-Dust. Du Zeug, geh nach hier Zeug und mach mich mal Dust-Zeug. Danke sehr. Gott sei Dank ist der hier auch so schön schnell. Das ist wirklich eine Erleichterung. So, 30. Waren es auch 32, die ich dran hatte, aber egal. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das reicht. Auf nach hinten. So, und die Pumpe nehmen wir. Du da. In der Zwischenzeit gucken wir mal, wie viel das Ding braucht. 126, 224. Noch nicht allzu viel. Jetzt mal bei 400. 700. Ja, 1260. 2224. 2240. 4000 RF. Ja, das ist ein bisschen mehr. Null. Ist das Ding voll? Das wäre natürlich wünschenswert. Ja, die Energie beziehe ich hier direkt aus der Turbine, weil, naja, was gibt's Besseres, als das direkt daraus zu verdrehen? Und, guck mal hier. Oh, sie sind weg. Oh, das ist schade. Ich hatte hier eben ein paar Zombies drin, deswegen habe ich hier die Glowstone-Blöcke draufgesetzt. Naja, eigentlich war es wegen der Spinne, die mich die ganze Zeit angegriffen hat. Gott, wie lange brauchen die? Viel zu lange. Oh Gott, Crafting 18, Schedule 6. Ja, prima. Da freut man sich. Gehen wir mal nach hier. Ja, doch, das braucht noch eine ganze Weile. Das Problem ist leider auch, dass der immer nur 16 davon reintut. Aber wieso braucht das Pyrotheum so lange? Das ist komisch. Na gut. Dann lasse ich das einfach mal. Wieso auch mal das? Warum hat der 8 nur drin? Weil ich zwei davon brauche und eins davon oder was? Wahrscheinlich. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Geduld noch 4. Crafting 18 noch. Komm, der ist so langsam manchmal. Ich hasse es. Oh, der muss auch noch das Signalo machen. Heilige Mutter Maria. Na, der hat jetzt wahrscheinlich erstmal das Invar gemacht, wahrscheinlich. Ist ja auch hier drin, ne? Ne, hier nicht, aber. Ja, da ist es drin. Und der muss die ja auch noch hier drin machen. Wieso habe ich das noch nicht weggeschoben? Also, dass ich das Derium eventuell hier drin mache. Das wäre so viel einfacher. Weil hier habe ich nicht viel drin. Aber wenn ich hier dann die Base. Hier die Base plus gleichzeitig das mache, das ist irgendwie unvorteilhaft. Naja, was soll's. Immerhin haben wir jetzt schon 1000 Dinger von Liquid Nitrogen. Das ist schon mal wunderschön. Frage Nummer 1 ist jetzt. Ich werde eine ganze Menge Liquid Nitrogen brauchen, allein um die Engines zu kühlen. Nummer 2 ist, ich habe wahrscheinlich auch ein paar Probleme erstmal. Wo zum Teufel muss ich diese Kackpipe anschließen? Oh, Charge 0 kV, Coolant 0 MB. Oh, das ist neu. Oh, das ist cool. Oh, hier steht noch eine Turbine. Interessant. Ja, wie gesagt, hier kann ich ja das andere Engine dran anschließen. Das wäre ja kein Problem mehr. Aber wie ich die Pipe hier dran tue. Ich habe keine Ahnung. Funktionieren da eventuell Liquid Pipes? Liquid Pipe. So. Ich habe keine Ahnung, ob das hier drüber muss oder nicht. Oder muss das einen noch weiter runter? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Geh mal weg. Gib mir mal einen Tank und ein bisschen Liquid Nitrogen. Tank. Ich brauche nur einen kleinen. Next Start. Wo ist er? Da ist er. Dann einmal umrüsten auf das hier. Rein, da raus. So.
Und dann stellen wir den Tank einfach mal hier drauf. Ja, sie füllen sich. Alles klar. 5000 passen da rein. Ne, 8000. Ach du Heilige. Das heißt, ihr habt zwei jetzt voll. Der dritte ist leer. Na prima. Das ist. Hä? Das ist neu. Wenn ich von oben drauf gucke, ist das ganze Ding irgendwie markiert. Ich muss gar nicht mehr zielen. Ah, das ist interessant, dass ihr direkt das ganze Ding hier als Block, als Riesenblock ansieht, anstatt nur als so ein kleines Etwas. Okay, also kann ich das mit den Pipes hier machen? Theoretisch. Praktisch ist was anderes. Hier ist nur 5030 drin. Ja, prima. Wie gesagt, der Charge, der wird sich dann wahrscheinlich auch verteilen und so weiter. Ach, ich muss mal gucken, wie das geht. Also, das wird schon irgendwie. Hoffe ich. Heilige Mutter Maria Jesus. Wie sieht es eigentlich aus mit den Falsches? Hätten wir nicht so viele Terminals da rein tun müssen. Oh, 421.000. Das ist dein Ernst. Das wird nochmal mehr. Falls einer fragt, wo ich die Dingens hingetan habe, die habe ich nach hier getan. Eigentlich bräuchte ich den Exportbus gar nicht mehr. Ich habe nämlich hier den Storage-Bus auf Priorität 10 gestellt. Das ist also höher als alle andere. Hier wird das zuallererst gelagert, bevor es irgendwo anders hingeht. Dasselbe hier mit den Sojabohnen. Also, die sind doch ganz schön sinnvoll, die Dingsbums-Teile. Die Exports habe ich nur deswegen dran getan, weil ich ja die ganze Zeug, was ich im Lager hatte, noch da raus, aus dem Lager rauskriegen sollte und in die Dinger rein, die Sache ist Deep Storage Units, danke sehr. Wie sieht's aus mit dem Glacial? GLA immer noch am Craften. Braucht der lange. Ich glaube, ich kriege einen Affen. Oh Gott, noch eins. Das braucht immer so super lange. Und ich rede von. Ist noch ein Ork da, ja. Und ich rede von super lange. Aber was wir jetzt machen können, einfach mal so, nehmen und reintun. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts kaputt gemacht. Wenn doch, ist es blöd. Scheduled. Ah, okay, jetzt macht er die. Alles klar. Gute Sache. Das heißt, jetzt hat er den Rest gemacht. Jetzt können wir anfangen, nach hinten zu gehen und den Rest da aufzubauen und hoffen, dass wir dann genug Eis haben. Glaube ich zwar nicht, aber ich müsste so ungefähr einen Stack die Sekunde erzeugen, damit ich genug Eis habe. Aber das hier sieht schon echt geil aus, muss ich zugeben. Glacial-Transpirationsteil so und so. Dann müssen wir mal konfigurieren, dass hier hinten der Input ist. So, und der soll bloß Eis machen und keine Schneebälle, verdammt. So, die weg. Dann 1, 2 und 1, 2. Ja, und der ist dann fröhlich am Werkeln. Gut. Wie gesagt, jetzt brauchen wir noch die anderen Glacial-Dinger und dann sollte das irgendwie noch irgendwann mal gut sein. Ich hoffe es. So und so. Aber was wir auch noch brauchen, sind die ganzen Upgrades. Die Augments, wie ich sie nenne. 1, 2, 3, so. Dann hier. Gebt dir, gebt dir, gebt dir. So, wie man sieht, sind die schon wesentlich schneller jetzt. Oder zumindest der ist wesentlich schneller. Gebt dir, gebt dir, gebt dir. So, schneller kann ich sie nicht machen, das ist unmöglich. Gebt dir, gebt dir, gebt dir nochmal. Dir gebt dir auch hier. Los, tu es. So, dann Eis. Da hinten ist der Input und der Output ist da. Ups, einmal zu weit geklickt. Du ebenfalls Eis, Input und Output. So, wie sieht's aus mit dem Eis? Nee, immer noch nicht. Es ist einfach unglaublich, wie viel Eis ich hier produziere, nur um das dann eben umzuwandeln in Liquid Nitrogen. Das ist echt der Hammer. Glacial. So viel habe ich ehrlich gesagt noch nie gemacht. Noch nie. 1, 2, 3, 4, 5. Wo ist der sechste? Da ist er. Wunderschön. Jetzt muss ich noch die restlichen einstellen.
1, 2, 3. So und 1, 2, 3. Und so. Und das. Gott, das ist so eine Heidenarbeit, die ganzen Dinger einzustellen. Das ist schön. Aber es muss gemacht werden. Und ich hoffe, ich habe dann ansatzweise genug Eis. Auch wenn ich es nicht glaube, aber man kann es ja immer noch hoffen, ne? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Meine ist schon gestorben. Meine ist schon gestorben mit der Hoffnung, dass ich mal nur 300 Folgen LP mache. Aber irgendwie sind aus den 300 Folgen ein paar mehr geworden. 1, 2 und 1, 2. Oh, jetzt fehlen bloß noch die Upgrades. Und damit würde ich mich aber auch sagen, herzlichen Dank fürs Zusehen. Hoffe, es hat dir voll gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Like und ein Abo da. Comments sind immer gerne gesehen. Und falls ihr Vorschläge oder Anregungen habt, lasst es mich in die Comments wissen. Ich tue jetzt hier noch den ganzen ein paar Updates oder Upgrades verpassen. Und dann hoffen wir mal, in der nächsten Folge sehen wir mich dann erfolgreich mit ein paar, hoffentlich ein paar, mehr Eisklumpen, die auch echt was tun, anstatt nur Eis zu sein. Naja, und ich muss mal gucken, dass ich da hinten den Ringli ein bisschen damit ausstatte. So, aber das hier ist jetzt alles und mit Wasser funktioniert ja. Also, glaube ich. Keine Ahnung, die hat keinen Strom mehr. Na gut, ist akzeptiert. In diesem Sinne, euch noch ein schönes Spiel und bis zum nächsten Mal bei Wacken Industries. Bye, bye.